ist nicht unbedingt. Ja, Schenkerland und Gemeinwohlland werfen sich gegenseitig Kapitalismusnähe vor. Das Gemeinwohlland sagt zum Schenkerland und damit zu, für mich gehört das in die Gruppe aller alternativer Länder, sozusagen Konzeption. Und sie sagt, also das Gemeinwohlland sagt, ja, da leider aus unserer Sicht nun mal die sozusagen das Schenkerland ein Manipulationsopfer und ein Lobbyist wider Willen beziehungsweise eine Dienstmagd der Zentralirrtümer der kapitalistischen Niedergangssparten ist, aus unserer Sicht halt, ist es erzkapitalistisch, ja, und dient also quasi den Sparten, sogar dient sogar an einer Stelle sogar den Waffensparten in die spielt denen in die Hände, denn seine Bewohner sozusagen lässt die das Schenkerland eher so als Indianer leben und wirft sie damit aus unserer Sicht den Weißen quasi zum Fraße vor, den kapitalistischen Kriegsstaaten zum Fraße vor. Das ist nicht gemeinwohlorientiert, weil es nicht Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand schützt, sondern riskiert. Und dann nur noch der letzte Satz, da bevor wir Wechsel machen. Die Waffensparten können dadurch enorm profitieren, denn ist ein Land so schwach wie ein Indianerland, traut sich ein anderes kapitalistisches Land leichter an die Eroberung heran. Ja? Und der, also für uns ist halt das Schenkerland ein Produkt des Kapitalismus. Wechsel. Ja, Wechsel null. Nein, wir hatten das Thema doch letztens schon mal, wo ich dann gesagt habe, die Schenker-Logik unterstützt keinerlei Sparten. Es ist einfach nicht so, dass sozusagen durch die Schenker-Logik die Sparten Wechselwunsch. fördern, beziehungsweise ja, mehr Geld machen können. Es ist eher so in eurem Land so, dass ihr ja sozusagen, ihr wollt euch ja mit der NATO verteidigen, dass das eher sozusagen die Irrtümer der Waffensparten ist. Wenn ich sage, ich muss doch wirtschaftlich dabei sein und mich gut verteidigen können, damit ich nicht platt gemacht werde, dann ist das mehr ein Irrtum der Waffensparten als die Ende. Schenker-Logik. Da wird keine Waffensparte auf Dauer Geld verdienen können, Ende. wenn die sich abschließen lassen. Ja, wechselt. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist eben, Luis, Yannick, dir fällt es schwer, die Perspektive zu wechseln. Für uns als Naturwissenschaftler ist es so, dass wenn ein Land unter kapitalistischen Ländern besonders indianermäßig und damit schwach ist, also quasi mit Pfeil und Bogen sich verteidigen muss gegen Kanonen und Winchester-Gewehre, dann aus diesem Gefälle entsteht regelrecht eine Verlockung, anzugreifen, und bei den Indianern war es das Gold auf dem Land, das wunderbare Anbauland und so weiter. Und das wollten die Europäer einfach haben. Und dann entstehen Feindbilder und die Indianer wurden als untermenschliche Monster beschimpft sozusagen. Und dann hatte man die Rechtfertigung, sie abzuschlachten und sie zu berauben, also einen Raubmord zu begehen. Und das Gleiche würden die auch bei euch tun. Irgendwann, nicht sofort, aber irgendwann, wenn euer Schenkerland attraktiv für sie wäre, so wie die Krim attraktiv für Putin war und so weiter, ne? Also, wenn etwa irgendwo Begehrlichkeiten, beim Irak war es, glaube ich, das Öl oder so, ne? Es kommt immer darauf an, ob ein Stück Land und wann ein Stück Land für wen begehrlich ist und wenn ein kapitalistischer Staat quasi ein Gefälle sieht, hier
die sind schwach und wir sind stark, ist für uns kein Risiko, die zu überfallen, dann werden sie genauso abgeschlachtet wie die Indianer. Und da spielt keine Rolle, dass ihr sagt, ihr wollt nicht den Spaten dienen. Ihr dient aber dann eventuell den Spaten, denn ein Gleichgewicht der Kräfte ist leider im Kapitalismus der beste Schutz gegen einen Angriff. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel null. Nein. Das, was sozusagen die Schenker-Logik in der Praxis ausmacht, ist jetzt sozusagen nicht die Verwertung von irgendwelchen Bodenschätzen, sondern eben dieses menschheitsfamiliäre Miteinander, wo eben kein Kapitalismus mit Geld verdienen kann. Die kapitalistischen Länder können uns natürlich mit ihren Kalaschnikows und Maschinengewehren dann niedermähen, klar. Aber das ist dann nicht daraus begründet, aus dieser Vorlebung des der Schenker-Logik, sondern das ist dann, Wechselwunsch. Ja, das ist nicht die, also wir haben es dann nicht gefördert, sag ich mal so, Wechsel. Wechsel 2. Genau das ist aus unserer Sicht der große Irrtum, dass alleine den kapitalistischen Kriegsstaaten ein schwaches, verteidigungsloses Land anzubieten, kann Begehrlichkeiten wecken, aber, und das ist unabhängig davon, ob ihr das so seht oder nicht. Ja, am Ende verdienen die Waffensparten, wenn ihr überrannt und abgeschossen werdet, werden dann wieder neue Waffen gekauft und Waffen verkonsumiert. Wechsel? Wechsel null. Ja, also das Schenkerland ist ja jetzt auch gar nicht in erster Linie territorial, sondern das ist ja eher eine, wie soll ich sagen, eine geistige Wechselwunsch. Geschichte. Insofern kann man da gar nicht so sehr sagen, dass das jetzt territorial da die Hauptschiene sei. Wechsel. Wechsel 2. Ja, also das ist für uns, ist ja, nochmal um das klar zu machen, ist ja das Schenker-Konzept ein Zentralirrtumskonzept, das genau diese Funktionen hat, die Sparten des Kapitalismus zu bedienen, ohne dass es den Schenkern selber bewusst ist, weil sie ja genau das Gegenteil wollen. Sie wollen ja eigentlich eine neue Welt, aber der Grundfehler, der Zentralirrtum bei den Alternativländern, andere Alternativländer denken ja so ähnlich da wie die Schenker, ja, ist, dass man keine Übergangsformen bräuchte. Ihr wollt quasi von kapitalistischer Welt sofort schon in den Naturzustand, und das ist ein Riesenproblem, weil ohne Übergangsform ist das lebensgefährlich. Ja, also man muss gucken, solange ich 200 Staaten um mich rum habe, die angriffslustige kapitalistische Raubmörderstaaten sind, darf ich bestimmte Schritte noch nicht machen, sondern darf sie erst machen, wenn wir die ganze Welt in eine pazifistische Welt verwandelt haben. Und dann kann ich also sofort umschalten und den Naturzustand versuchen herzustellen. Wechsel? Ja, Wechsel null. Also ich wüsste jetzt nicht, wie jetzt dieses Mitschwimmen da in diesen, in dieser Gewaltherrschaftskonkurrenz mit mitmachen bei Rüstung und so weiter und weiter selber mit aufrüsten, dass das jetzt irgendwie weniger die kapitalistischen Sparten fördern würde, als eben die es nicht zu tun. Ja, und außerdem können auch die kapitalistischen Staaten bei uns eben erkennen, dass sie uns nicht niedermähen müssen, sondern da vielleicht auch mit von profitieren können, wenn die, ne, also wir sind ja so Wechselwunsch, die die synergistischen Lösungen anbieten wollen. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja, genau das ist der Punkt. Das, was du
Das, was du bis jetzt eben gerade gesagt hast, da sind wir nämlich jetzt schon beim nächsten Thema, nämlich, dass ich überzeugt bin, dass die freie Argumentekultur genau so nicht funktioniert. Ihr habt beim letzten Mal beide behauptet, dass ein hochgenialer Unternehmer selbstverständlich verstanden wird von der freien Argumentekulturdiskussion und deswegen seine geniale Wirtschaftsidee umgesetzt wird. Das halte ich für absolut unrealistisch. Das wird nicht der Fall sein, weil wir dann da von Schwarmdummheit reden müssen und nicht von Schwarmintelligenz. Und der zweite Punkt ist, dass ihr eben jetzt gehofft hattet, dass die anderen Länder eure gute Seite verstehen werden, überhaupt verstehen wollen und dann auch verstehen können. Und auch das können sie nicht. Wechselmodisch. Ja, Wechsel. Ja, Wechselmodisch. Wechsel. Wechsel 0, ja, also das erste, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber zum zweiten, was du gesagt hast, es ist sozusagen die effektivste Lösung, die wir machen. Also es ist wesentlich effektiver, statt da jetzt weiter mitzuschwimmen, in diesen kapitalistischen Aufrüstungsgeschichten, ist es ja wesentlich effektiver, stärker die synergetischen Lösungen Wechselwunsch. als sozusagen in den falschen Mustern zu bleiben. Wechsel. Wechsel 2. Ja, es gibt diese synergetischen Dinge nicht. Wenn das kapitalistische Land euch weder verstehen will noch kann, dann gibt es keinerlei synergetische Methoden, Sachen, und es wird ein Feindbild entstehen, das euch zu Teufeln erklärt, und dann wird die volle Breitseite sozusagen des Kapitalismus laufen. Ne? Und von daher, also, und das Erste war gewesen, also ich mache vielleicht noch ein kurzes Beispiel, auch im Schenkerland zum Beispiel, ihr wollt ja, dass der Arzt den Menschen Gutes tut, aber sobald ein Arzt nicht nur in der eigenen Familie aktiv wird, sondern über Fremde betreut, würde er ohne Geld und ohne Motivation seine Zentralirrtümer des Studiums beibehalten und würde die Leute krank behandeln im Schenkerland, während das im Gemeinwohlland unmöglich ist, weil er dafür finanziell brutalst abgestraft würde, wenn er seine Zentralirrtümer nicht hinterfragen würde. Wechsel. Ja, Wechsel 0. Nee, ich wüsste jetzt nicht, dass ein Arzt im Schenkerland irgendwie die schlechter tun würde, weil wenn er dort nach dieser Schenker-Logik eben dann wirklich aus Nächstenliebe handelt und das vielleicht sogar noch eine höhere Ebene der Heilung ist, als sozusagen einfach nur aus Nächstenliebe zu handeln, damit man nicht abgestraft, da einfach nur. Wechselwunsch. Also ich sehe sozusagen auch den Unterschied zwischen Gemeinwohlland und Schenkerland ist, dass man im Gemeinwohlland erst sozusagen angelockt werden muss, während im Schenkerland irgendwie die tiefe Einsicht auf der Wurzelebene fokussiert wird. Wechsel. Ja, aber deine Zeit ist eh um, also von daher, der Öffi hat ja noch sein volles Konto, ne? Wechsel 2. Ja, das ist für mich alles Illusion. Ja, der Arzt im Schenkerland hat ja keinen direkten Anreiz. Er hat zwar dann den Wunsch, Gutes zu tun und Nächstenliebe, aber das haben alle möglichen Leute schon gehabt und Massen von Menschen umgebracht, ja. Und er würde aber, er hat ja keinen direkten Anreiz, hier hinterfrage deine Zentralirrtümer und lerne völlig anders Medizin, als du bisher gemacht hast. Mache genau das Gegenteil von der bisherigen Medizin. Sonst wirst du eben im Gemeinwohlland dafür für gnadenlos finanziell abgestraft, und erst wenn er abgestraft wird, begreift er erst, was er für einen Schrott im Studium gelernt hat, und das wird im Schenkerland nicht stattfinden. Wechsel, und deswegen ist der Arzt dann absolut schädlich und gefährlich für die Schenker, ne? Allerdings vielleicht ja, für alle Schenker, weil er nicht seinen Kurs nicht
keinen Anreiz hat, seinen Kurs zu korrigieren und sich sein gesamtes Studium zu hinterfragen. Wechsel. Also Öffi hat noch Zeit und Luis natürlich. Ja, ich kann mal sagen, Wechsel 1. Ich mach's mal so fazitmäßig, auch weil wir ja schon öfters da in den letzten Gesprächen auch drüber geredet haben. Wenn man sagt, man möchte ein möglichst insgesamt verantwortliches, schadloses Leben der Menschen, dann ist natürlich offensichtlich, dass wenn Menschen imstande wären, und ich lasse offen, ob das ein Naturzustand ist oder nicht, aber wenn sie imstande wären, aus Einsicht und Freiwilligkeit genau das insgesamt Verantwortliche tun zu wollen, dann ist es die direkteste Entsprechung dafür. Dillens Logik ist dann, weil das nicht geht, muss man zwischendurch die Menschen mit Lockmitteln oder Zwängen dazu bringen, dass sie in die Richtung gehen. Also spätestens, wenn es so ist, dass man diejenigen, die aus Einsicht und Freiwilligkeit es leben wollen, gar nicht mehr zulassen will, ist für mich offensichtlich, dass das eine ganz kontraproduktive Schiene ist, die da gefahren wird. Wechsel 2. Arme Milliarden religiöser Menschen waren alle der tiefsten Überzeugung, dass sie Gutes tun würden und Akte der Nächstenliebe praktizieren würden und haben die ganze Welt mit Blut überzogen, mit Kreuzzügen, mit Abschlachtereien, mit Hexenverbrennungen und so weiter. Also das heißt, für uns Naturwissenschaftler ist das völlig blauäugig, weil es die Möglichkeiten des Menschen zum Selbstbetrug durch Zentralirrtümer und zur Selbsttäuschung völlig ignoriert und damit über die Psychobiologie und Evolutionspsychologie brutalst missachtet und zugunsten des noch einmal hunderte von Jahren glauben, dass religiöse Menschen wirklich Akte der Nächstenliebe tätigen könnten. Das können sie nicht. Wechsel? In deiner Zeit müsste jetzt aber auch langsam vorbei sein. Okay, aber ich sag mal so. Nee, dadurch, dass der Yannick heute 5 Minuten gemacht hat, ist natürlich das Lager, und wenn jetzt noch der Luis dazu kommt, ist natürlich, dann muss ja immer eine Lagergleichheit sein. Wir haben ja heute 3 Schenker. Nee, wir haben keine, also wir haben 2 Schenker und es ist so. Luis ist auch rausgegangen aus der Telegram-Geschichte. Genau. Ach so, dann ist Luis' Uhr also erledigt, ja? Ja, und ich würde jetzt nämlich schon mal ein paar Sätze dann sagen können, ohne immer gleich mit Wechselwunsch da rausgerissen zu werden. Das dürfte jetzt eigentlich auch zeitlich dann machbar sein. Ja, das geht aber nicht. Das ist in diesem Talksystem ist es so, wenn ein Wechselwunsch entsteht, dann entsteht er halt. Du hast jetzt ja noch über 3 Minuten, du hast ja noch fast 4 Minuten Redezeit. Aber eben, wenn wir das so machen, dass du am Stück redest, dann ist ja die Diskussion weg. Nein, ist nicht. Also wenn wir sagen, jeder hat jetzt da so seine bestimmte Zeit, dann kann es sein, dass die anderen keine Zeit mehr haben und dann kann jemand am Stück auch reden und die anderen können ihn dann nicht mehr unterbrechen. Ja, nur ich habe halt noch einen Rest. Also dann mach einfach jetzt mal weiter. Ich versuche mal so spät wie möglich Wechselwunsch zu rufen. Ja, ich möchte mehr, dass du auf deine Zeit auch achtest und jetzt guckst, dass ich da eben auch mal zusammenhängend dann eben reden kann eine Zeit lang. Naja, ihr seid ja jetzt schon seit 6 Minuten am Reden. Ne? Also, leg los. Ich bin höchstens jetzt 1 Minute am Reden und ich will nicht immer sofort dann unterbrochen werden. Also leg los. Ich glaube, dass diese Vorstellung, wir müssen die Menschen erstmal zur Fähigkeit, gut zu sein, erziehen, ist schon eine Anmaßung, weil man selber sich natürlich die übergeordnete Stellung zuschreibt, dass man der Erzieher der anderen ist und ihnen traut man nicht zu, aus Einsicht und Freiwilligkeit das Gute tun zu können. Darüber hinaus ist es so, dass sogar die Indianer, die ja da nicht so eine klare Vorstellung hatten wie wir Schenker, wir wollen freiwillig einfach vernünftig das Verantwortliche tun, sondern die hatten ja auch viel Aberglauben und was weiß ich, zum Teil auch brutale Lebensregeln mit drin. Aber sogar die sind nicht völlig ausgerottet und die amerikanische Regierung hat sich entschuldigt bei ihnen dafür, dass man da so einen brutalen Eroberungskrieg gegen sie durchgeführt hat. Und ich glaube, dass auf jeden Fall keine Seite, auch nicht Dillens Gemeinwohlstaat, das Recht hätte, denen, die aus Einsicht und Freiwilligkeit so etwas vorleben wollen, das zu unterbinden in irgendeiner Form oder das auszuschließen. Das wäre ein klarer Akt gegen die freie
Verantwortlichkeit und das freie Teilen, die Menschengeschwisterlichkeit unter Menschen. Also wenn es wie früher eine Doppelschienigkeit wäre, dass man auch mit Lockmitteln die locken will, die noch nicht aus Einsicht und Freiwilligkeit das Gute tun können, das ginge ja noch, aber dagegen sich wenden und ausschließlich werden, ist ganz übel. Und es ist aus meiner Sicht erheblich unrealistischer anzunehmen, dass man als Kleinststaat, der dann so ein Gemeinwohlstaat sein will, sich nach den Geld- und Gewalt- und Machtspielregeln dann behaupten kann. Also du hast selber gesagt, also wenn man nicht in die NATO aufgenommen wird, warum sollten die Kapitalisten die in die NATO aufnehmen? Die sind ja jetzt schon nicht bereit, diese Reformideen aufzugreifen. Dann sollte man sich eine Verteidigungsbereitschaft zulegen, dass man zur Not auch eben Washington und Moskau platt machen kann. Das ist völlig unrealistisch, dass das ein besserer Weg wäre zur verantwortlichen Welt, als wenn man hingehen würde heutzutage und würde auch den Staaten sagen, liebe Leute, wir müssen aus der Geschichte mal ein bisschen zumindest gelernt haben, dass so ein Umgang wie mit den Indianern nicht sinnvoll ist, sondern dass wir in der Staatengemeinschaft sowas wie ein funktionierendes Rechtsstaatsprinzip hinkriegen müssen. Zumindest im gröbsten Mal. Weil sonst ist die fortschreitende Technik, Waffentechnik, Zerstörungsintelligenz des Menschen absolut verheerend. Und deshalb laden wir Schenker ein. Wir leben freiwillig aus Einsicht die insgesamt verantwortliche Lebensweise vor. Wir bitten darum, das zumindest zu tolerieren, und zwar von allen Seiten. Und wir möchten mit euch gemeinsam Strukturen aufbauen, die zumindest einen Grundansatz funktionierender Rechtsstaatlichkeit enthalten können. Was ihr alle behauptet, auch NWO oder World Economic Forum und so weiter, macht mal wenigstens ein Minimum, ein tragfähiges Minimum von euren Parolen. Ja. Das wäre aus unserer Sicht ein eher realistischer Zukunftsweg. Wechsel 2. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht total irrational und eben gespeist von Zentralirrtümern, die eben in die Irre führen. Aber was ich natürlich sicherlich sehe, dass das Schenkerland wahrscheinlich leichter und schneller Einwohner finden würde. Und wir gehen jetzt mal davon aus, es wäre ja da, sonst können wir ja nicht entsprechend diskutieren. Das sehe ich auch, denn das Gemeinwohlland, das wird immer die Höchstschwierigkeit sein. Ich sehe es ja, dass ich nur schaffe, in den letzten Wochen erst 30 Bücher verkauft habe, also immer nur an einen von 10.000. Ja? Ich sage immer den klügsten von 10.000. Aber jetzt beginne ich schon mal, weil ich ja noch ein bisschen Zeit habe, die freie Argumentekultur. Das haben wir ja das letzte Mal diskutiert und da ist mir nochmal klar geworden, dass ich ja längst eigentlich die freie Argumentekultur als nicht funktionsfähig mittlerweile erachte, außer in einer Gruppe derjenigen, die über einen ähnlichen Intelligenz- und Klugheitslevel verfügen, da kann es sicherlich zu kleinen Änderungen kommen, aber sobald jemand zu einer völlig anderen Klugheitsliga gehört in der Normalverteilung, ach so, ich muss das Normalverteilungsbild gleich einblenden, ja, Wechsel, meine Zeit ist jetzt zu Ende, Öffi, du hast noch als Einziger. Ja, danke schön. Freie Argumentekultur ist noch ein anderes Stichwort. Ja, also da sage ich, natürlich kann alles schiefgehen, aber wenn unter den denkenden und sprechenden Tieren oder Wesen, wie die Menschen definiert werden, es nicht möglich ist, durch gemeinsames Denken und Sprechen da einen vernünftigen Kurs reinzubringen, dann ist alles eigentlich abzuhaken. Und infolgedessen machen wir von Schenker-Bewegung das, was halt am ehesten wesentlich und vielleicht zukunftsfähig sein kann. Wir fangen selber an mit dem Denken und Sprechen für Vernunft und Verantwortung. Und wir laden alle ein, das mitzumachen. Und wenn Sie auch Einwände haben eben oder wollen was anders machen, dann sagen wir, es müsste zumindest jetzt soweit sein, dass der Weg von Menschen durch vernünftiges Denken verantwortlich sein zu wollen, toleriert wird. Und wenn es wie Freiheitsreservate ist oder wenn es so ist wie bei den Indianern da, die im Urwald dann toleriert werden, weil man mittlerweile gelernt hat, dass da eben es zu respektieren ist, wenn Menschen verantwortlich in dieser Welt leben können. Ende. Ja. So, dann stelle ich mal die neue Runde ein. So. Patsch, patsch. Und so. Wechsel 2. Ja, ich erkläre das nochmal. Was mein Ergebnis jetzt nach 4 Jahren der Feststellung, dass das Gemeinwohlland sich in keinem Bereich dem Schenker-Ideen
annähern konnte durch Argumente und umgedreht. Also, dass es zu keinem Millimeter einer Annäherung gekommen ist, sondern nur zu vorübergehenden Doppelschienigkeitsvorstellungen, als ich noch dachte, das könnte vielleicht wirklich funktionieren, aber mittlerweile bin ich überzeugt, die können auch alle nicht funktionieren. Und ich sehe ja auch, dass sie nicht funktionieren. Und jetzt ist es völlig egal. Wir können das ja nicht entscheiden. Es könnte jetzt sein, dass das Schenkerland beziehungsweise das Alternativlerland klüger ist und schlauer ist als das Weltrat-Gemeinwohlland oder umgedreht. Das können wir gar nicht entscheiden. Nur offensichtlich spielen sie in unterschiedlichen Klugheitsligen, egal wie rum dann, und verstehen sich nicht und können sich nicht verstehen. Und genau das Gleiche findet bei einem genialen Unternehmer statt, dass das sozusagen, wenn der deutlich genialer ist als die Planungskonferenz des Schenkerlandes oder alternativer Landes, dann wird seine geniale Idee dort nicht realisierbar sein und er würde dann müsste auswandern, um dann seine Sache zu und damit hätte man den genialsten Unternehmer schon mal verloren. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich die in der Normalverteilung, auch ja, die muss ich ja noch zeigen, wo ist die Normalverteilung? Ja, die gaußsche Normalverteilung, wo ist sie? Da ist sie doch. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Da. Wenn also hier die Leute freie Argumentekultur praktizieren, hier einmal mit denen zum Beispiel, dann kann es meiner Erfahrung nach niemals auch nur zu einer geringsten Annäherung kommen. Also wenn die unterste Klugheitsliga mit der obersten zum Beispiel spricht, dann kann es durch freie Argumentekultur niemals zu einer Verständigung kommen. Wechsel? Wechsel 0. Dieses, was du gesagt hast, genialer Unternehmer wird nicht verstanden, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du es so gesagt hast, also genialer Unternehmer wird nicht verstanden und wandert deshalb aus dem Schenkerland ab, weil er woanders da lukrativer sein kann, dann wäre das ja auch genau ein Unternehmer, den die Welt eigentlich nicht braucht, wenn der Unternehmer, sage ich mal, sozusagen sich von wirtschaftlichen, kapitalistischen Interessen leiten lässt, wo er jetzt wie er tätig ist. Das ist ja genau wieder dieses kapitalistische Prinzip, was eben nicht dem Menschen dient, sondern wieder der Gier und der, wo kriege ich mehr für das, was ich mache. Wechselwunsch. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Idee an sich schon irgendwie vergiftet ist, vermute ich mal. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist eben aber auch genau der Punkt, ja, dass ihr eben, euch ist es eben egal, ob wir wirtschaftlich konkurrenzfähig seid und infolge der mangelnden wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit auch militärisch nicht mehr konkurrenzfähig seid, das ist euch alles egal. Und da kann ich nur sagen, dass erfahrungsgemäß im Kapitalismus, das kann gut funktionieren, solange, wenn alle Staaten pazifistisch geworden sind, ja, aber solange alle Staaten noch aggressiv kapitalistisch sind und auch China jetzt über Kriege nachdenkt und so weiter, dann so lange ist das einfach für mich ein reines Selbstmordprogramm. Wechsel? Wechsel 0. Also ich weiß gar nicht. Wie soll ich sagen? Oder ich überlege gerade. Also wir waren jetzt gerade bei dem Unternehmer, der dann abwandert, wo ich dann sage, ja gut, die Unternehmer, die dann mit ihrer Sache eh nur Geld scheffeln wollen. Du wolltest den nicht und brauchtest den nicht, das war der Punkt, ne? Bitte nochmal? Du wolltest den ja nicht und brauchtest den nicht, das war so deine Aussage. Das war so meine Logik, in der ich da gedacht habe, ja. Das kann man auch nochmal prüfen. Also dieses, wenn jetzt ein kapitalistisches Land
nicht kapitalistische Strömung hat, dann weiß ich gar nicht, ob das prinzipiell jetzt in Abschlachten und kaputt machen. Es kommt halt drauf an. Also die es kommt halt drauf an, ne? Also es kommt halt drauf an, ob sozusagen diese Alternative, die da geboten wird, ob die eben so sinnvoll und gut ist, dass sie selbst von den Kapitalisten als Fortschritt erkannt wird. Also dass diese Alternative den Kapitalisten Wechselwunsch bewusst macht, beziehungsweise so zu diesem Wissen bringt, damit werde ich ja noch viel glücklicher als in meiner kurzfristigen Gierbefriedigung. Und wenn genau diese Alternative das schafft, dann hat dieses kapitalistische Land noch keinen Grund mehr, das platt zu machen. Jetzt mal als Beispiel. Wechsel 2. Ja, dazu passt, was ich als nächstes hier auf dem Zettel habe, nämlich, dass zum Beispiel bei den Osho-Sanyasins, der ist quasi gestorben, ohne leibliche Kinder meines Wissens jedenfalls zu hinterlassen. Und nach Oshos Tod war das Ganze auf einem völlig verflachten Niveau, weit unter Oshos Niveau, Bhagwan Sri Rajneesh, ne? Und das ist eben genau der Punkt. Das heißt also, unsere Forschungsergebnis sagt letztendlich, die Evolution hat sich gegen die freie Argumentekultur entschieden. Sie hat quasi gesagt, es gibt nur einen Weg, wie es in der Evolution gehen kann. Die Klügsten und jede Klugheitsgruppe setzt einfach Kinder in die Welt und dann konkurrieren die gegeneinander, ohne sich zu versuchen zu überzeugen, weil das nicht funktionieren kann, sondern man konkurriert sich aus und die einen sorgen quasi mit ihrem Erfolg dafür, dass die anderen überwiegend kinderlos sterben und dann sind die auskonkurriert. Denken wir nur an den Löwen oder den Gorilla, da wird also der andere Löwe und Gorillamann getötet, seine Kinder werden ausgerottet sozusagen und dann kriegt der Erfolgreichere und Stärkere, der kriegt dann die Kinder und die Evolution hat nicht die Möglichkeit gesehen, dass irgendwie man sozusagen kommunizieren könne erfolgreich zwischen den höher leistungsfähigen liegen sozusagen und den niedriger leistungsfähigen, sondern die Evolution kannte keinen anderen Weg und fand keinen anderen Weg, als da über das sozusagen den Aussterbensdruck zu gehen und einfach die verschwinden zu lassen, die eben komplizierte Dinge nicht verstehen. Wechsel? Ja, Wechsel 0, also... Ja, also ich denke auch, dass es auch diesen Mechanismus gibt, also dieses konkurrierende, sich gegenseitig ausrotten und stärkerer gewinnt mit mehr intelligenten Kindern und wie auch immer. Ja, ich denke auch, dass es eben dieser Mechanismus auch wirkt, aber es wirkt auch, denke ich, die andere Seite, wenn man sich überlegt, dass jetzt auch noch jeder irgendwie Jesus kennt und der hatte auch keinen Wechselwunsch. Mehr. Selbst seine Jünger waren ja dann teilweise von ihm, haben jetzt vielleicht noch ein bisschen zu ihm gehalten, aber er war dann letztendlich ja doch relativ alleine und hat es trotzdem geschafft, dass seine Botschaft und Lehre auch trotzdem weiter vererbt wurde in tausende Millionen von Köpfen. Wechsel 2. Ja, genau darauf wollte ich heute auch eingehen, nämlich genau auf dieses Thema, nämlich dass natürlich, wenn ein Ereignis sich abspielt in der mittleren Normalverteilungsliga, ich weiß nicht, ob du die Gaußsche Normalverteilung vor Auge hast, ich habe sie eingeblendet, da in der Mitte sind unheimlich viele Menschen. Und wenn dann ein einfaches Konzept wie die christliche Lehre, ja, die wird natürlich, kann die von Millionen von Menschen übernommen werden, weil sie eben, weil das eben, Dawkins hat ja nachgewiesen, dass
alle, die am oberen Ende, also bei den höchsten Klugheitsligen spielen, alle Spitzenwissenschaftler absolute Atheisten sind und nur die schlechteren der Wissenschaftler noch religiös sind. Und natürlich ist es so, dass solche Ideenübertragung natürlich massenhaft stattfinden kann, auch bei Hitler stattgefunden hat und so. Die Frage ist nur, das bedeutet nicht, dass eine Kommunikation von der obersten Klugheitsliga zur alleruntersten Klugheitsliga dann zu einer Übertragung führen kann, sondern dass eben nicht, sobald die Leute in einer getrennten Liga stehen, spielen, und das könnten vielleicht 10 IQ-Punkte rauf, runter ausmachen oder 5 rauf, runter, dann ist eben diese Ideenübertragung ausgeschlossen. Ja, Wechsel. Wechsel null. Die Ideenübertragung ist ja auch, oder Ideenübertragungsfähigkeit ist ja auch eine Charakteristik für Intelligenz. Also wenn ein superintelligenter mit seiner super, ja, was weiß ich, speziellen Theorie es nicht schafft, irgendwie das auch anderen Menschen zu vermitteln oder auch niedrig intelligenteren Menschen zu vermitteln, dann ist er vielleicht doch nicht so intelligent, wenn ihm die Intelligenz fehlt, da den Weg zu finden, wie man es auch den unschlaueren Menschen vermitteln kann. Ich lasse das einfach mal, diesen Gedanken einfach mal so als Einzelgedanken. Ja, wechseln. Wechsel 2. Ja, die Grundentscheidung, ja, die du bis jetzt geäußert hast, ist, dass euch der wirtschaftliche Erfolg einfach unwichtig sei. Und dann kann man das ja auch so machen, dass es einem völlig scheißegal wird, ob dieses Land irgendwie wirtschaftlich erfolgreich oder gar sogar wehrfähig ist oder überhaupt in der Lage ist, Sachen zu kaufen, die dann die NATO zu der Entscheidung bringen, ja, das könnte ein nützlicher NATO-Partner sein, deswegen nehmen wir ihn auf, ne? Und bei uns ist es halt genau umgedreht. Wir sagen, wir müssen eine Übergangsform haben und müssen das machen und das eben, für mich ist es eine absolute Tatsache, dass unterschiedliche Klugheitsligen der Normalverteilung sich nicht verstehen und verständigen können. Ne? Wechsel. Ja, Wechsel null. Und da ist, denke ich, dann, wie gesagt, also ich sage es mal so in einem Satz, den man auch natürlich nochmal kritisch prüfen kann, aber das mal in einem Satz. Wenn ein kluger Mensch, ein sehr kluger Mensch, nicht klug genug ist, auch es den Nicht-Klugen beibringen oder erklären zu können, dann ist er vielleicht auch nicht so schlau. Piep, 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 piep. Also, ja, wechseln. Ja, du machst ja damit letztendlich den Empfänger oder den Sender verantwortlich für die Klugheitsmängel des Empfängers. Und das ist wieder ein Zentralirrtum der Sozialspaten im Kapitalismus, dass so gelehrt wird von den Sozialspaten, dass Intelligenz keine Rolle spielt. Dann müssen halt die Leute so gut erklären können, dass es auch der Letzte versteht. Und genau das scheitert ja. Denn wie anders kannst du, Jannik, und deine Zeit für jetzt ist zu Ende, aber Öffi, wie kannst du das erklären, dass es zwischen dem Schenkerland und dem Gemeinwohlland in 4 Jahren Talkshows mit gutem Gesprächsniveau zu keinem Millimeter der Annäherung kommt, außer dass du vielleicht sagst, das Schenkerland ist das klügere, die klügere Level und die Gemeinwohlland, die sind halt nicht klug genug zu verstehen, die Weisheit des Schenkerlands oder umgedreht eben, ja? Also von daher, jetzt ist meine Zeit um. Du hast noch 5 Minuten, Öffi, das uns zu erklären. Ja, danke. Also ich werde jetzt nicht die ganzen 5 Minuten ausschöpfen, denke ich. Also ich will erstmal noch festhalten, das ist gar nicht meine Haltung zu dir oder zu den Vorstellungen vom Gemeinwohlland, dass das so ein Entweder-Oder ist und wir sind da die viel Schlaueren, die anderen haben es nicht begriffen oder. Wir haben in den 4 Jahren viele gemeinsame Schnittmengen gefunden und ich nenne es mal differenzierte Vorgehensmodelle. Und freie Argumentekultur
wir machen es hier gerade. Das heißt, wir sind auf jeden Fall nicht zu dem Ergebnis gekommen, da ist keine Brücke jetzt, dass wir freie Argumentekultur nicht miteinander machen könnten oder dass das insgesamt verkehrt ist, freie Argumentekultur zu machen. Also jedenfalls unter uns denken wir, dass so eine Veranstaltung wie jetzt hier die Samstalks, dass das sinnvolle freie Argumentekultur ist. Und wir haben dann uns gedacht, dass wir zwei Schienen haben eben. Also die erste Schiene ist die, dass man den Zielzustand, vernünftiges, freiwilliges, verantwortliches Leben, friedliches Miteinanderleben mit Liebe und Schenken, mit viel Zärtlichkeit und so, dass das eine Variante ist, die man, ja, die möglich sein sollte, die man zulassen kann, die man den Menschen anbieten kann und sei es, dass sie erstmal Urlaub machen können in so einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune. Und innerhalb der Schenker-Bonobo-Kommune haben wir auch wieder differenziert. Wir haben gesagt, diejenigen, die da so eine Gruppenehe, wie du das bei den Bonobos als ja unverzichtbar so darstelltest, wo aber noch Restelemente von Vergeltung und auch ja mehr Gewalt sein könnte, ne, um da etwas Querschlägerisches zu beseitigen. Das wäre innerhalb dieser Kommune eine Variante, da diese Art von Gruppenehe zur Norm zu machen, während daneben aber auch spirituelle Geister sein könnten, die lieber gemeinsam ein Buch lesen, als Sex zu machen, wenn das als tragfähig sich erweist, damit sie so eine freie, vernünftige, verantwortliche, liebevolle Gemeinschaftskultur hinkriegen, haben wir gesagt, soll das ja auch als Experiment möglich sein. Und neben diesem Kommuneweg, der sich außerhalb des jetzigen Konkurrenz- und Kapitalismus- und Gewaltsystems zu stellen versucht, als Experiment, als Forschungsexperiment, haben wir gesagt, dass wenn da viele Menschen sind, die vielleicht nicht so offen für die freie Argumentekultur sind und nicht so offen für so Kommune-Experimente, die zu sehr noch dieser Gier, Konkurrenz und Gewaltmechanismen anhaften, dass dafür auch solche Reformmodelle innerhalb des jetzigen Systems sinnvoll sein können, wie eben dann Wohlfühlstimme und andere Reformen, die du oder Weltrat der Weisen da auch entworfen haben. Also wir haben das alles als verschiedene Schienen gesehen, die nebeneinander versuchen können, den Weg vorwärts zu finden. Und das ist nach wie vor unsere Einstellung zu den Dingen. Wir sagen nur eben, wenn irgendeine Schiene, ob jetzt der heutige Kapitalismus oder China oder Putin oder wer auch immer, wenn die sagen, ja, wir müssen die Menschen erst zum Guten erziehen, ihr wollt das schon direkt machen, das lassen wir nicht zu. Also wenn der Zielzustand noch nicht mal als Experiment von Leuten, die es sich zutrauen, die beweisen wollen, dass sie es können, wenn das nicht zugelassen wird, dann behaupte ich, dann wird das Ziel auch nicht wirklich ehrlich gewollt. Dann arbeitet man da doch auch gegen und ist selbst zu sehr anderen Werten verhaftet. Das ist das, was wir sagen. Und wir denken dabei ja sogar so differenziert, dass wir gar nicht sagen, also Jannik hat gesagt, wir versuchen die Leute zu überzeugen, also wir sind nicht kapitalistische Konkurrenten für euch, wir sind keine Gewaltbedrohung und so. Da müsste doch mit uns zumindest Toleranz oder Rechtsstaatsprinzip, also dass wir eine Staatengemeinschaft bilden mit Rechtsstaatsprinzip, das müsste doch vielleicht möglich sein jetzt als Schritt in die, damit die Zukunft, die Menschheit noch eine Zukunft hat, ne, und nicht in Atombomben und entarteter KI sich zermürbt. Ja, also das bieten wir zwar auch an, aber wir denken dabei auch so differenziert. Nehmen wir mal an, dass China zum Beispiel Nein sagen würde und würde keine Toleranz aufbringen. Aber die NATO, die sich bei den Indianern entschuldigt hat, also die Amerikaner und sowas, würde sagen, ja, als Randexperiment, ne, ob diese Zukunftswelt, die wir als New World Order, als Ideal sogar selber auch beschrieben haben, ob das gehen kann als Experiment, solche Freiheitsreservate, tolerieren wir. Und wir schützen das dagegen, dass jetzt, was weiß ich, die bösen materialistischen China-Kommunisten kommen würden und würden euch meucheln oder Putin. Sollen sie machen. Aber wir sagen eben, wir versuchen einfach dieses Ideal, was alle so pathetisch auf ihre Fahnen mal geschrieben haben, vorzuleben und so ein Experiment müsste probiert werden. Ja, das ist es. So, dann gehe ich jetzt in die nächste Runde. So. Wechsel 2. Ja, also Öffi, du vergisst immer nur eine Winzigkeit.
Nämlich wenn das Schenkerland existierte und zufällig das Land Begehrlichkeiten weckt, weil da vielleicht Rohstoffe sind oder irgendwas, da können die Schenker gar nichts dafür. Ja, man findet sie vielleicht total sympathisch, aber die kapitalistischen Staaten wollen auch an eure Werte ran, sozusagen. Und dazu muss es zu einer nicht bewussten Verteufelung von euch kommen. Und dann kommen diese Dinge, ja. Und dann noch zu dem Punkt, wir machen, ja, natürlich machen wir Frack, aber ich verstehe das mittlerweile nur noch als Gehirnjogging ohne Folgen, außer dass es vielleicht Fernsehzuschauer, und wir hatten relativ viele, also 5, 6 Zuschauer immerhin, das ist viel für uns, dass die natürlich jetzt sich aussuchen können, was sie attraktiver finden. Aber mehr nicht, aber wir haben uns im Prinzip überhaupt nicht angenähert, ne? Und jedenfalls kann ich das nicht mehr sehen, sondern das waren so, ja, ich habe so, ja, und dann, wir würden natürlich das Schenkerland absolut positiv und wohlwollend beobachten als Experiment, aber bei uns dürfte wegen Zersetzungsgefahr kein einziger alternativer Staatsbürger werden, also bei uns im Schenkerland, im Gemeinwohlland, weil das uns zu gefährlich ist. Aber natürlich beobachten wir wohlwollend euer Experiment, nur lassen wir euch nicht rein, weil das für uns lebensgefährlich ist, wenn ihr auf einen Indianerzustand hinwollt, bevor die Welt pazifistisch geworden ist. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Guck, das ist ein tolles Beispiel, was du ansprichst, Dylan, wo ich dir beschreiben kann, wie differenziert und umgänglich wir mit solchen Situationen dann umgehen wollen. Also erstens höre ich ja mit gewisser Freude, dass das Gemeinwohlland, wenn irgendwo auch Schenkerland existiert, dann nicht sagen würde, das muss ausradiert, vereinnahmt, erobert oder was weiß ich werden, Selbstverständlich nicht, ne? sondern Selbstverständlich. wohlwollend würde man dieses Experiment am Leben lassen. Das finde ich schon gut, weil ist ja keine Selbstverständlichkeit in der Welt heute. Also gerade wenn da so Ausschließlichkeiten dann walten. Aber jetzt beschreibe ich dir nochmal, wie friedlich und umgänglich unser Schenkerland wäre, wenn jetzt ein Land kommen würde. Und das ist aus deiner Sicht ja fast jedes Land, was dann kommen würde, wenn da irgendwie Begehrlichkeiten geweckt würden. Zum Beispiel Bodenschätze oder irgendwas. Und dann würden die ankommen und müssten uns verteufeln oder müssten irgendwas machen, um gegen uns vorzugehen, uns das wegzunehmen, das Land. Stell dir vor, wenn die zu uns kommen würden und würden sagen, hier, da sind Bodenschätze, wir wollen euer Land, ne? Dann würden wir sagen, naja, da lässt sich doch drüber reden. Ist doch gar kein Problem. Habt ihr irgendwo ein anderes Eck, wo keine solche Bodenschätze oder irgendwas sind, was euch das so unmöglich macht, ne? Sondern wo ihr vielleicht auch noch denkt, es ist nützlich, Naturreservate oder Reservate eben für diese Zukunftslebensweise der Menschen einzurichten, ne? Und dann lassen wir euch das Land hier mit den Bodenschätzen und wir nehmen die Ecke. Weil für uns kommt es eben nicht auf die Bodenschätze an und diese äußeren Reichtümer. Wir möchten nur als höchsten Reichtum, wie wir das sehen, den Freiraum haben, freiwillige globale Verantwortung. Wechselwunsch. Jo, bitteschön. Ja, also das zum Beispiel, wenn die nicht sofort schießen, sondern mit euch reden, dann kann ich mir das sogar als erfolgreich vorstellen, dass ihr in einem Naturschutzgebiet die Erlaubnis bekommt, dort eure völlig naturbelassene Lebensweise leben zu dürfen. Aber Ja. denke noch mal dran, denke noch mal dran, was die Abholzbegehrlichkeiten im Amazonas-Regenwald sozusagen am Anfang völlig ungebremst mit den Indianern gemacht, mit den Indios gemacht haben. Wechsel. Ja, jetzt wo ich schon dabei bin, Wechsel 1 gerne. Ja, aber genau das ist der Weg, ne? Auch diese Indianer, ne? Es gibt sogar pazifistische Naturvölker wie die Pygmäen. Es gibt die Hopi, die sich als Wächter der Erde verstehen, Reste davon. Es gibt noch unberührte Völker, wie ich gehört habe, sogar im brasilianischen Urwald. Und mittlerweile ist man wenigstens so weit, dass man eben sagt, da ist eine gewisse Zurückhaltung oder ein gewisses eine Reservatsbereitschaft ist nicht ganz abwegig, sondern das kann man machen. Das ist sinnvoll und vertretbar. Und das wäre genau der Ansatz, den wir eben gehen würden. Wir gehen ganz radikal über die Schiene, dass der freiwillig verantwortliche und menschengeschwisterliche Mensch und diese Lebensweise, dass die eben zumindest als so ein Zukunftsexperiment, als Inhalt eines Wechselwunsch. Freiheitsreservates
ihren Platz zugestanden bekommen muss. Ich bin nicht naiv. Ich glaube, dass es am Ende sowieso darauf hinauslaufen wird, weil das jetzige System ist dabei, seine gewaltige Macht erst so richtig aufzubauen. Wechsel 2. Ja, also das kann funktionieren, was du da gesagt hast, so du Signal an die ganze Welt, wenn ihr irgendwas von unserem Land braucht, nehmt es euch und gebt uns ein anderes Stück Land, wo ihr vielleicht so eher so Naturschutzgelände machen wollt und dann sind wir da Teil dieses Naturschutzgeländes. Sowas kann funktionieren. Aber auf der anderen Seite werdet ihr sozusagen insgesamt aus unserer Sicht im Intelligenzniveau und im Klugheitsniveau immer weiter absinken nach unten, weil nämlich alle fähigen Leute ja lieber in ein Gemeinwohlland gehen, wo sie wirklich auch belohnt werden für ihr Fähigsein, während bei den Schenkern ich die Gefahr sehe, dass dort eine Gleichheitsideologie praktiziert wird. Und das ist für die Gleichheitsideologie ist hochattraktiv für Versager, aber nicht hochattraktiv für Hochleistungsmenschen, die also hohe Kompetenzen haben. Die gehen dann lieber ins Schenker, ins Gemeinwohlland. Wechsel? Wechsel 0, also nochmal, was ich vorhin sagte, dass, wie gesagt, das ist für mich ein bisschen in Klammern, ob jetzt die Intelligenz sich dadurch bemisst, ob sie auch die Fähigkeit hat, nicht Intelligente von ihren Ideen zu überzeugen, was du ja auch aufgegriffen hattest, wo du sagtest, die Verantwortung dass die Verantwortung den weniger Intelligenten gegenüber das gut erklären zu können, bei dem Aussender liegt oder wie auch immer. Genau. Dann wollte ich sagen, wenn ich belohnt werden möchte für meine Ideen, dass da die Gefahr von einem kapitalistischen Mechanismus drin liegt, der auch wieder die Gesamt Wechselwunsch. Oder anders gesagt, es ist doch besser, wenn ein intelligenter Mensch gar nicht jetzt nur um der Belohnung willen diese Ideen unter dieses Volk bringt, sondern einfach um der Idee willen und weil er einfach sich dran erfreut, wenn die dann gut genutzt wird, unabhängig davon, ob er dafür gut belohnt wird. Wechsel 2. Also, der ich hab's vergessen, mach ruhig erstmal weiter, ich hab den Punkt vergessen. Ne? Wechsel. Oder ich kann auch was hinzufügen. Hast du noch was, Yannick, was du fortsetzen willst, oder soll ich was hinzufügen? Du kannst gerne was hinzufügen. Okay, dann Wechsel 1. Ich setze noch einen drauf. Yannick, du hast jetzt gemeint, ist es nicht auch ein Zeichen von Intelligenz, anspruchsvolle Ideen auch den einfachen Menschen erklären zu können? Ich setze noch eins drauf. Ist es ein Zeichen von Intelligenz, die anspruchsvollsten Ideen denken zu können? Und sind diese anspruchsvollsten Ideen egoistische Vergeltungsrechnerei, kapitalistische Vorteilssuche? Ist das Anspruchsvollste, wo jemand geködert oder mit Zwangsmechanismen zum Tun des Richtigen gebracht werden muss? Oder ist die höchste Geistesleistung, seiner Vernunftseele zu entsprechen, das Vernünftige zu tun, weil es vernünftig ist, das global Verantwortliche zu tun, weil es global verantwortlich ist und so weiter. Dylan, du erinnerst dich, da waren wir schon, ne? Wir haben ja des Öfteren in unseren Talks auch gehabt, welches Intelligenzlevel erfordert es denn, diese eigentlich beglückendste, erfüllendste, verantwortlichste Einstellung zu haben und Lebensform praktizieren zu können. Und unsere Haltung war, das ist so ein Level, das ist so weit oben, dass da eben kaum zu erwarten ist, dass die vielen Leute das so nachvollziehen können. Und genau deshalb braucht es eben auch Erziehungsmodelle quasi, wo zumindest aber auch die, die auf die Idee solcher Erziehungsmodelle kommen wie du, ja auch die große Vision haben müssen, dass es die erfüllte, glückliche, verantwortliche Lebensweise eigentlich als Ziel geben sollte. Und infolgedessen, und das entspricht auch dem, was die Lernpsychologie sagt oder jetzt auch Entwicklungspsychologie der menschlichen Persönlichkeit, auch des geistigen Levels der Verantwortungsfähigkeit, das Post-Conventional Level. Das beschreibt, dass man nicht mehr blind irgendwo hinterherrennt und nicht für kurzsichtige Erfolgsmotive handelt,
sondern aus langsichtiger, vernünftiger Verantwortungsfähigkeit. Und das wollen wir versuchen. Wir sagen nicht, wir sind dadurch mehr wert als Jan. Alle sind Brüder und Schwestern in meinen Augen. Wir versuchen, alle mitzunehmen auf den Weg. Wir versuchen es zu erklären. Aber wir möchten eben nur, dass man uns zugesteht, dass wir diese Idee der freiwilligen Verantwortlichkeit begriffen haben und dass wir ein lebendiges Experiment, Versuchskaninchen sein wollen, um es vorzuleben, auch gemeinschaftlich und systemisch. Wenn man uns das zugesteht, ist gut. Ja, Yannick hat noch Konto und ich, also Wechsel 2. Ja, also zum Beispiel, ich habe diese Prüfungsfächer Entwicklungspsychologie und alles, was dazu gehört, alles mit sehr gut bestanden in der Psychologie. Und ich sage, für mich ist das, wie die Schenker das interpretieren von Kohlberg, eine Fehlinterpretation der Ergebnisse von Kohlberg. Und ja, aber ja, erstmal soweit. Wechsel, Yannick, du hast noch Zeit. Ja, Wechsel 0, da kann ich zu Kohlberg, kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Ich gebe ab, auch für die nächste Runde, wenn das jetzt Sinn macht. Und genau, gebe ab, Wechsel. Ja, dann mache ich noch kurz hier meinen Beitrag fertig. Nochmal die Aussage, ja, ein charmantes Schenkerland, das würden wir mit größtem Neugier und Interesse beobachten und so weiter. Also, aber noch einmal zu der These, dass das Intelligenzniveau des Schenkerlands sinken wird, das wird auch niemandem wehtun, weil Menschen mit geringerem Intelligenzniveau sind genauso glücksfähig und lustfähig wie andere auch, ja. Nur eben muss man sich klar sein, dass es eben so sein kann, dass die sehr klugen Leute ganz sicher ein Gemeinwohlland vorziehen werden, weil sie ja bei uns dürfen sie ja hoch belohnt werden und werden von den Frauen bevorzugt. Wie ist das bei euch? Jemand, der kompetent ist im Schenkerland, erlebt der denn eine irgendwie geartete Belohnung oder erlebt ihr nach dem Gleichheitskonzept? Yannick, du hast noch Zeit, du könntest jetzt noch mal direkt drauf antworten, wenn du willst. Okay. 6-0. Mhm. Ja, also bei uns ist die Belohnung aus der Sache in sich, also bei uns sozusagen besteht die Belohnung nicht darin, dass man dann in der Zukunft dann eine Gegenleistung sich erhofft, sondern man erfreut sich dann an der Intelligenz und an der Weisheit selber und ist dann sozusagen im Flow und im Fluss. Mhm. Und denkt dann eher weniger in dieser Entlohnungssystemgeschichte, wie sie ja auch eher im Kapitalismus praktiziert wird. Wechsel. Ja, Wechsel 2, dann mache ich nur noch einen kurzen Satz, dann können wir ja in die nächste Runde gehen. Also das heißt, aus meiner Sicht ist das halt eben so, dass dadurch aber die aus meiner Sicht ganz gesund egoistisch und gesund gierigen Menschen eher ins Gemeinwohlland gehen werden, weil sie dort ganz genau wissen, dass dort alles Gute, was sie tun und alle Akte der Nächstenliebe, die sie praktizieren, fürstlich belohnt werden mit Liebe, mit Sex, mit Kindern, mit Geld und allem und so weiter. Und erst dann, wenn bei uns sozusagen, wenn alle Länder der Erde Gemeinwohlländer geworden sind, dann wird bei uns das Geld verschwinden, eventuell, glaube ich aber auch nicht, weil das Geld wird nie verschwinden in der Gemeinwohlwelt, sondern innerhalb der Familien, Gruppenfamilien, wird alles ohne Geld auf Geschenkeniveau laufen. Aber zwischen den Gruppen, den nicht verwandten Gruppen, wird nach wie vor Geld existieren und dann muss es auch noch die Wohlfühlstimme und die anderen Messsysteme geben. So, Wechsel. Du hast noch eine Minute, Yannick, wenn du direkt antworten möchtest, noch in dieser Runde.
Wechsel 0. Ich kann ja nochmal überlegen, ob mir jetzt was Gutes einfällt. Wir können aber auch einfach in die nächste Runde gehen, dann kann auch Öffi wieder munter mitmischen. Ja, also ich sag noch mal, also die, das ist eine andere Form von glücklich sein und das ist bei uns nicht so mit, dass man dann in so Belohnungsmechanismen und in solchen Dimensionen denkt, sondern bei uns ist es eher so dann der allein das Glück schon daraus, dass man mit einer super Idee da anderen Menschen gerade hilft, ohne das jetzt nur oder ohne das jetzt so zu deshalb zu machen, damit man dann in der Zukunft dann eine bestimmte Befriedigung oder so bekommen würde. Genau, also das ist so rumgedacht. Ja, Wechsel. Neue Runde, ja? So, neue Runde, Moment. Wechsel 2. Ja, eben, der Punkt ist halt, dass du, Jannik, davon ausgehst, dass der Mensch so sei, dass es ihm reichen würde. Aber in der gesamten Natur und der Naturwissenschaft hat sich immer wieder gezeigt, dass das den Menschen nicht reicht, dass sie für ihre, wenn sie eine hohe Leistung bringen, sich hoch ausbilden, durchaus auch fleißig arbeiten, dass sie dann schon einen hohen Belohnungslevel erwarten. Und das ist eben bei Bonobos auch so. Die erwarten ja, die Bonobo-Männer erwarten ja einen ganz tollen, leicht intensiveren Sexlebensaspekt als Belohnung für ihre tollen Geschenke an die ganze Gruppe, an die ganze Gruppenfamilie. Und wenn sie den nicht bekommen, und das hat ja die Evolution des Kapitalismus gezeigt, dass in dem Moment, wo die Sexualität unterdrückt wurde, hörten die Männer, die Bonobo-Männer auch sofort auf zu schenken, und zwar die Savannen-Bonobo-Männer natürlich, meine ich damit, hörten auf zu schenken. Ja? Wechsel? Jemand hat Wechselwunsch gerufen? Ja, Wechsel 0. Es ist, wir haben ja dieses Dressurprinzip, also irgendwie das Hündchen macht irgendwie ein Kunststück und kriegt danach dann für als Belohnung dann sein Leckerchen oder irgendwie so. Das ist halt eben etwas, wo, ja, das, was für mich ein Zeichen ist, und oder wenn das bei Menschen auch so funktioniert sozusagen, dass die dann nach diesem, ich leiste etwas und kriege dafür dann mein Leckerli danach, und wenn ich mein Leckerli danach nicht kriege, dann bin ich, leiste ich aber auch nicht mehr. Das ist sozusagen für mich so dieses Dressur, dieser Dressurmechanismus. Wechselwunsch? Von der Vernunft und von der, ja, und dann auch von der ganzheitlichen Intelligenz her eher zurückgebliebener mir erscheint. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja, genau das ist der Punkt. Vor 400.000 Jahren, als die ersten Tauschhändler aufkamen, die neue Erfindung der Menschheit, ja, sozusagen die falsche und schlechte Erfindung der Menschheit, da hätte ja das Schenkprinzip seinen Beweis antreten können. Denn warum haben denn dann die Savannen-Bonobo-Männer, die 100.000 Jahre lang alles der Gruppe geschenkt haben, ihrer jeweiligen Gruppenfamilie, warum haben die nicht einfach weitergeschenkt? Die hätten doch einfach nur weiterschenken müssen. Und da hatte doch das Schenkerkonzept seine Chance in der Evolution gehabt, aber die Männer, die Savannen-Bonobo-Männer, haben sich entschieden, nicht mehr zu schenken, wenn die sexuelle Belohnung nicht mehr stimmt. Wechsel? Ja, Wechsel 0. Also das ist für mich so ein bisschen, ja, die Frage, warum, wenn jetzt ein paradiesischer Zustand da ist, warum kommt es dann in einen anderen Zustand, wenn der doch eigentlich viel schlechter
ist. Wechselwunsch? Warum, weiß ich auch nicht, aber ich mir scheint einfach diese nicht kapitalistische Logik, wo die Dinge in sich ihre Stimmigkeit und ihre Glückseligkeit entfalten, im Gegensatz zu dieser Bedingungslogik, wo dann das nur gemacht wird, wenn man danach irgendwie seinen Sex oder Leckerli bekommt, da scheint mir die erstere, wo das in sich die Befriedigung bringt, die das, was man macht, stimmiger als das kapitalistische Prinzip. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Also ich wette ganz viel, alles Geld, was ich hier zur Verfügung habe, wette ich darauf, dass wenn wir den Bonobos quasi, wenn er dort durch Elektroschockerziehung wir denen die Sexualität unterdrücken würden, so dass die Frauen jetzt genauso sparsam in ihrer Sexualität würden, wie die Menschenfrauen jetzt sind, die Savannen-Bonobo-Frauen heutzutage sind, dass dann garantiere ich dir, dass die Bonobo-Männer aufhören werden zu schenken. Weil es das, was die Schenker als Theorie haben, nämlich dass der Mensch Spaß an sich hat am selbstlosen Schenken, weil das einfach nicht der Wahrheit entsprechen kann, weil die ganze Evolution völlig gegenläufig konstruiert ist. Wechselwunsch. Ja, Wechsel 1 dann mal. Mhm. Das stimmt so nicht. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir ja nicht einfach sagen, das Erste ist dieses bedingungslose Schenken. Wir sagen, das Erste ist freiwillige Vernünftigkeit, die dann das im Ganzen Sinnvolle anstrebt. Das ist auch das insgesamt Verantwortliche. Und aus dieser Vernunftqualität heraus, dass der Mensch erkennt, er hat diese Vernunftseele und die will das Vernünftige und dementsprechend auch Verantwortliche, kann das dann innerlich getragen werden. Und genau das ist aus meiner Sicht auch die Begründung, warum es da schiefgegangen ist in der Evolution vom Bonobo dann zum weiterentwickelten Menschen. Da empfehle ich das Buch von Gräber, Schulden die ersten 5000 Jahre, wo er eben sagt, in der Urzeit, also da gab es auch dann schon aufkommend so dieses Tauschsystem, aber nur gegenüber Feinden und Fremden, weil innerhalb der eigenen Familie und Sippe war die Verbundenheit so da und das Vertrauen zueinander, dass man einfach geben kann und der andere gibt auch, wenn man selber was braucht. Das heißt, da war das Misstrauen nicht, dass der andere nicht auch auf einen achtet, einfach weil es der Verbundenheit entspricht. Und das hat sich immer mehr erweitert. Ja, und danach erkläre ich vielleicht noch mehr, wie sich das dann entwickelt hat. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist typisch. Ich habe mir den Gräber, soweit ich das im Internet so anschauen konnte, angeschaut. Und für mich, mein Ergebnis als Naturwissenschaftler war, dass es sich um ein übelstes pseudowissenschaftliches Machwerk handelt, das völlig an den Tatsachen der Menschheitsevolution vorbeigeht. Aber das zeigt eben gerade, dass wir hier, wie gesagt, ich mache gerne Gehirnjogging ohne Folgen, aber wir können uns nicht annähern, solange das ist natürlich so ist, dass das Schenkerland zum Beispiel, die Quellen die Quellen des Schenkerlandes für absolut pseudowissenschaftlich hält und umgekehrt. Ne? Dadurch kommt es einfach nicht. Wir müssen nüchtern konstatieren, es kommt zu keiner Annäherung und das ist halt so. Und das bestätigt aber genau meine These, dass es zwischen unterschiedlichen Klugheitsliegen in der gaußschen Normalverteilung keine Annäherung durch freie Argumentekultur geben kann, sondern nur innerhalb eines ganz kleinen, ich zeig's mal am Bildschirm, wenn ein ganz kleiner, eine kleine Liga, die Leute untereinander, die können sich annähern und verständigen. Aber zwischen den Klugheitsligen ist eine Verständigung absolut unmöglich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Also da kann dann so viel freie Argumentekultur sein wie möglich und es macht ja auch Spaß, Gehirnjogging zu machen, aber wie gesagt, die Wirkung dieser Sendung kann nur auf die Fernsehzuschauer gehen, dass die sich überlegen, wer tendiert wohin. Mehr ist nicht möglich. Wechsel?
Ja, Wechsel 1. Also ich halte fest, das, was Gräber beschreibt, ist auch weitgehend ja in der Richtung, wie das, was du sagst, wenn da der Endzustand erreicht wird, zwischen den Gemeinschaften vielleicht nicht schenken, aber sonst funktioniert dann das Schenken, ohne da diese Art von kapitalistischer Vergeltung oder Abhängigkeit. Aber unabhängig davon, also ich lasse mal jetzt sogar die Quellen weg. Ich halte es für verstiegen zu sagen, dass es aus Evolutionsgründen nicht möglich sein soll, dass der Mensch dazu fähig ist, auch in Gemeinschaft nach vernünftiger Einsicht zu gehen. Und das ist auch nicht einfach genetisch zu erklären, weil wir wissen, dass allein die Sprache aus einem Wechselspiel schon von genetischen und von kulturellen Entwicklungen, dass da Sprachentwicklung tradiert wurde, sich in der Form entwickeln konnte, wie sie es getan hat. Das heißt, da haben wir ein Wechselwunsch. besonderes Potenzial. Und ich sag mal noch, du hast eben gemeint, ja, die werden dann dümmer in der Schenker-Gemeinschaft. Ich glaube, die höchste Intelligenz entwickelt sich gerade dadurch, dass man mit freier Argumentekultur so stark wie möglich seine Vernunftseele entfalten will. Wechsel 2. Ja, das ist ja eben der entscheidende Punkt, ja, dass die Evolution immer wieder, jedes Mal neu, jedes Jahr neu im Prinzip, alle aussterben lässt, die keine egoistische, gierige, gesunde Motivationslage haben, denn die meisten Kinder werden immer diese hinterlassen, die diese gierige egoistische Tendenz haben, und die anderen, die diese gierige egoistische Tendenz haben, werden immer deutlich weniger Kinder in die Welt setzen, und dann sind nach einiger Zeit ausschließlich gierige und egoistische übrig. Das ist der gesunde Egoismus und die gesunde Gier. Wechselwunsch, Und Wechselwunsch. alle anderen sterben aus. Erzähl jetzt mal vielleicht, wie das im Schenkerland sein soll, dass wie es zum Aussterben der gierigen Gene kommt. Wechsel. Ja, Wechsel 1. Also der Jannik hat schon angesetzt zu erklären, also der Vernunftmensch, der sich mit seiner Vernunftseele identifiziert, hat auch das größte Glück darin, vernünftig zu sein. Er muss nicht durch was anderes geködert werden, damit er vernünftig ist, sondern er entfaltet dabei beglückend sein eigentliches Wesen. Wenn er vernünftig ist, dadurch das insgesamt Sinnvolle, das insgesamt Verantwortliche anstrebt, das hat seinen Wert in sich, ist eine intrinsische Motivation. Und das ist eine höchste Qualität in meinen Augen für geistige oder Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Und wenn Menschen sich so miteinander austauschen, in Wechselwunsch. freier Argumentekultur und wenn sie so eine Gemeinschaftskultur entwickeln, dann werden sie dadurch auch ihrer Intelligenz den größten Gefallen tun und das größte Entwicklungspotenzial freisetzen können. Im nächsten Beitrag sage ich dann, wie sie auch mit Sex dabei noch toll belohnt werden. Wechsel 2. Ja, also was eben die Leute sozusagen, wenn ich dran denke, mit den vielen tausenden Menschen, die ich im Zentrum, schönsten Zentrum von Köln rede, dann sind die Menschen aber genau dasselbe, genau das Gegenteil, diametral das Gegenteil von dem, was du postulierst. Die meisten wollen nicht argumentieren, sondern die wollen ihre Zentralirrtümer, durch die sie manipuliert sind, predigen und auch mir predigen und so weiter. Und da ist nichts von freier Argumentekultur und dem Willen zum vernünftigen Austausch und so weiter. Gar nichts davon. Wechsel, Wechselwunsch. ja. Wechsel 1. Genau da sind wir an dem Punkt. Also, das eine ist, also wir hatten vorhin auch schon das Postconventional Level von Lawrence Kohlberg. Da sagtest du, könnte eine Missinterpretation sein. Da rate ich jetzt dem Zuschauer zu googeln. Ne? Also findet man ja Postconventional Level von Kohlberg. Aber bei diesem Level kommt auch gleich schon raus, wie die Wissenschaftler sagen, trifft nur auf ein Minimum der Menschen zu. Das heißt, solche echte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife ist bei so gut wie keinem Menschen real anzutreffen. Das könnte man sagen, trifft sich mit dem, was der Dylan jetzt eben an pessimistischem Menschenbild dargelegt hat. Aber er geht zu weit mit der Aussage, gar nichts trifft man da an freier Argumentekultur, sondern nur stures Irrtums festhalten. Dem ist eben nicht so. Und ich sage mal zwei Thesen. Und die eine kann ich sogar belegen.
Die andere ist einfach ein Postulat. Wechselwunsch. Das Postulat ist, wenn der Mensch bei seiner immer fortschreitenden Gefährlichkeit der Technik- und Waffenentwicklung keine vernünftig verantwortliche Steuerungsentwicklung auch hinbekommt, ist das Ganze extrem zum Verderben programmiert oder geht in die Richtung. Und die zweite These, wenn Menschen so leben, dann gibt es diese paar wenigen, die auch so für ihre Vernunftseele leben wollen und die da sogar sich am meisten geborgen und entfalten fühlen können, auch sexuell. Und deshalb findet man den tollsten Sex auch auf diesem Weg. So, jetzt näher erkläre ich das im nächsten Beitrag. Auch welche Gefahr das für den guten Gang enthalten wird. Piep, 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 piep. Zeitende ja. Bei dir. Wechsel 2. Ja, eben, vielleicht kann Yannick dazu noch was sagen. Öffi, aus meiner Sicht hast du wieder, und vielleicht kann Yannick schon mal auch drauf eingehen, hast du aus meiner Sicht wieder um das Thema, dass es für uns Biologen absolut bewiesen ist, dass die Evolution, das nennt man eine evolutionär stabile Strategie, immer wieder zwangsläufig Lebewesen erzeugt, die egoistisch und gierig sind, weil alle anderen aussterben. Jetzt, Janni, könntest du vielleicht überlegen, wie, und ohne dieses Thema immer diesem Thema auszuweichen, sozusagen, was ich ja bei Schenkern sehr oft empfinde, dass sie ausweichen, nämlich dass eben jetzt du quasi mal sagst, was daran, wie du siehst, dass sich bei euch das Unegoistische in der Evolution durchsetzen könnte, bei den Schenkern intern. Ja, Wechsel 0. Ja, also dass es diesen egoistischen, egozentrischen Mechanismus gibt und der da sein Unheil anrichtet, ja, kann ich mir auch, sehe ich auch so, dass es diese Richtung gibt. Und bei uns ist es dann so, dass eben wir über die Sekunde Pause, da klingelt jemand. Hallo? Wir sind mit der Talkshow fertig in Viertelstunde. Viertelstunde anrufen. In der Viertelstunde anrufen, bitte. Ciao. So. Ja, Yannick, sprich weiter. Und ich hatte Wechselwunsch gerufen, ne? Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall, ja, genau. Also diesen Mechanismus, wie du ihn beschrieben hast, den mag es ja auch geben können. Bei uns ist es halt ein Weg über die Bildungsarbeit, dass eben über die Bildungsarbeit die Menschen zu der Erfahrung und zu dem Wissen kommen können, dass eben das direkte Identifizieren mit der Vernunftseele eben ein noch höheres Glück ist, als sich dieser gierigen Konkurrenz aus Stecherei da zu widmen. Wechsel, ja. Wechsel, Augenblick, Wechsel 2. Ja, Yannick, das müsste ja im Prinzip so laufen, und das ist für mich eine Quadratur des Kreises, das ist ein unendlicher Widerspruch, dass derjenige, der absolut unegoistisch bei den Schenkern wäre und ungierig, der müsste ja irgendwie mehr Kinder bekommen, aber wenn er mehr Kinder bekommt, wird er ja schon quasi für sein Schenken wieder belohnt, und dann ist er ja wieder genauso im selben Zustand wie die Bonobos, ja? Das heißt, da komme ich logisch nicht raus. Das ist für mich die Quadratur des Kreises, dass also jemand ungierig ist, genetisch ungierig und genetisch egoistisch, der müsste ja dann mehr Kinder bekommen als die anderen, damit es sich ausbreitet, dieser Nicht-Egoismus genetisch sich vermehrt.
Aber das ist ja, ja, das, da, wenn ich darüber nachdenke, kann ich nur verrückt werden, weil das passt nicht zusammen, ja. Das kann, denn wenn die Frauen ihn dann doch mit mehr Kindern belohnen, dann ist es ja doch wieder ein Belohnungsprinzip, ne? Wechsel? Ja, Wechsel null. Also dieses, sag ich mal, diese Geistesinhalte zu pflanzen, da muss man ja nicht Kinder für in die Welt setzen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Lehrer an einer Schule hat, der kann ganz viele Denkweisen den Kindern beibringen, wenn man das so sagen mag. Wechselwunsch. Die dann vielleicht auch, und theoretisch ist es auch möglich, dass diese Denkweisen dann eben über diese ursprünglich biologischen Grundlagen oder das, was von der Mutter mitbekommen wurde, das eben, ja, darüber hinausgeht. Ja, genau, das ist auf jeden Fall möglich und deshalb muss man gar nicht unbedingt eigene Kinder in die Welt setzen, um jetzt seine revolutionären Gedanken zu pflanzen. Wechsel 2. Ja, da ist aus meiner Sicht wieder der ganz große Irrtum drin, dass du einfach nur übersiehst, dass viele Schulkinder Sechsen kriegen, Fünfen und Vieren kriegen, weil sie nichts von dem verstehen und verstanden haben, was der Lehrer versucht, sie zu vermitteln. Und dann gibt es Einser und Zweier, ja, und die relativ viel von seinen Ideen übernehmen, weil sie in einer ähnlichen Klugheitsliga spielen wie der Lehrer. Aber die Vierer, Fünfer und Sechser, die dürfte es nach eurer Theorie gar nicht geben, denn dann müsste dort ja auch eine Informationsübertragung funktionieren. Und das findet aber nicht statt, sonst hätten die Leute ja nicht eine Sechs in Mathematik oder eine Fünf. Wechsel null. Ja, doch, doch, also ich sage ja auch nicht, dass das besonders ja, von einem Wechselwunsch zur Zeit viele Leute erreicht. Wie gesagt, dieses andere Wirkprinzip, also nur weil es jetzt irgendwie nicht bei der Masse vielleicht zurzeit gut wirkt, heißt es nicht, dass es dieses Wirkprinzip nicht gibt und dass es nicht sogar auch sinnvoller ist als das, was jetzt in der Masse passiert. Ja, Wechsel. Piep, 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 piep. Wechsel 2. Ja, also als Beispiel noch, das kann ja dann Öffi in der nächsten Runde ja auch mal beantworten. Ja, wenn wir uns klar sind, für uns Biologen ist ja der Begriff geistig Behinderter ja ein völlig falsches Wort. Es ist einfach so, dass es eben Menschen unterschiedlicher Klugheitsliegen gibt und das, was wir geistig Behinderter beleidigen oder diffamieren, sind in Wirklichkeit Menschen mit genetisch so gestalteten Gehirnen, dass deren Leistungsfähigkeit geringer ist. Die spielen also auf der Normalverteilung eher in der linksaußen Klugheitsligen. Und wenn dann ein Lehrer kommt mit den rechtsaußen, mit einem sehr hohen Klugheitslevel, dann wird er durch nichts es schaffen, seine Ideen diesen niedrigsten Klugheitsligen vermitteln zu können. Und diese Tatsache zu verleugnen, ist ein Riesenfehler des Schenker-Konzeptes. Wechsel. Also neue Runde. Zum Augenblick. Ach ja, letzte Runde müssen wir ja machen. Soll ich die verkürzen? Die kannst du gerne machen, ja, ja. Ich habe gleich nur noch so als Fazit eh auch was. Ja, dann verkürzen wir die Runde. So, und ja, neue Runde. Ja, kannst, wenn du willst, darf ich gleich loslegen, weil ich hab ja gerade gesagt, von wegen geistig Behinderter und so, also diese Klugheitsliegen, dass ich ja gesagt habe, dass da sind die Schenker unrealistisch. Ja, also ich glaube, dass die Schenker Ideale so einfach sind, dass man tatsächlich Aussichten hätte,
sie auch ja den meisten sehr einfach, geistig einfachen Menschen erklären zu können, dass wir für die Folgen unseres Tuns verantwortlich sind, aufs Ganze schauen müssen und dass wir am besten unter Menschen so umgehen, wie es schön auch in der Familie ist, also wie Brüder und Schwestern. Das können fast alle Menschen verstehen. Dass sie das verdrängen wegen anderer Interessen und dass da der innere Zwist so ist, das ist halt eine andere Thematik. Und deshalb, Dylan, du hast das vorhin, du lässt das Motiv der Vernünftigkeit statt Vergeltungsgier nicht richtig zu. Also stell dir vor, da ist im Schenkerland ein Schenker und der lebt seine Vernunftseele. Er würde es auch tun, wenn es keine Belohnung gibt und er im nächsten Moment erschlagen wird. Ne? Weil, wie gesagt, das ist die höchste Glücksqualität, Entfaltungsqualität, macht er sowieso. Aber auch wenn Post-Conventional Level oder diese Art von freiwilliger Gesamtverantwortlichkeit bei nur ganz wenigen Menschen jetzt im Moment so direkt sich ausprägt, die gibt es. Das heißt, da können Frauen sein, mit denen er jetzt viele Kinder zeugen könnte. Und es ist keine Vergeltung, weder bei ihm noch bei der Frau ist es Vergeltungsdenken. Wechselwunsch. Sondern die machen das beide aus dieser Vernunftseligkeit heraus und würden dementsprechend auch eher, statt jetzt zu gucken, wie kann man möglichst viele Kinder kriegen oder so, nach sowas wie vernünftiger, verantwortlicher Geburtenplanung sich richten in ihren Beispielen. Nur letzter Satz, ich habe gesagt, eine Gefahr für Yannick noch. Also ich habe immer überschwängliche Sexualität, ist ja auch in den Medien bekannt. Ne? Also Sex unter Schenkerinnen und Schenker und Schenkerinnen ist absolut toll. Besser geht's gar nicht. Yannick wird auch, ne? Ob wenn jetzt im Moment die Frauen mal wieder sich sehr zurückhalten. Also Yannick wird da auch angeboten. Die allererste Liga der Sexualität oder sexuellen Entfaltung. Und er muss nur aufpassen, nicht verführt zu werden wieder, weil die Frauen haben eine große Neigung dann doch zum Nestbau und Splitter. Konzept zu verführen. Ende. Jetzt hast du deine Zeit schon ausgereizt. Wechsel 2. Wechsel 2. Also genau das ist für mich so diese völlige Unklarheit. Was ist aber, wenn bei den Schenkern, da ist einer, der wirklich selbstlose und eben wie gesagt unegoistisch, genetisch vielleicht eine Mutation auch, unegoistisch und ungierig, ja? Dann, was ist aber, wenn andere viele Kinder zeugen und er nicht, weil er zwar unheimlich viel schenkt, aber da den Frauen das egal ist, wer mehr schenkt, der andere ist vielleicht ein Tick hübscher sozusagen und schenkt aber gar nichts sozusagen und irgendwie ist das den Frauen ja egal, weil die ja sozusagen auch sagen, nö, das darf ja nicht, die Schenkleistung darf ja kein Kriterium sein. Und dann kriegen die Kinder mit den Nichtschenkern. Und dann breiten sich die Nichtschenker aus und der große Schenker, der Selbstlose, bleibt völlig kinderlos. Ja, also wie gesagt, ich sag als evolutionsbiologischer Denker komme ich aus diesen ganzen Widersprüchlichkeiten nicht raus. Da gibt's keine Rettung. Ich bin da in einem völlig unlösbaren Dilemma. Wechsel. Yannick, du hast, glaube ich, gerufen. Ja, Wechsel 0. Also ich sag mal so, ne, es ist ja auch wirklich nicht einfach für die Menschheit da rauszukommen aus diesem, der stärkere gewinnt Dilemma. Aber wie gesagt, die Menschen pflanzen sich ja nicht nur über die Kinder fort, sondern auch über die das, was sie sonst auch mit anderen Menschen teilen. Wechselwunsch. Da ist auf jeden Fall zu hoffen, dass das, dass sich dann wirklich das vernünftige, gemeinwohlorientierte durchsetzt und da sollten wir auch alle unser Bestes für geben. Genau. Also auch wenn ich jetzt keine Kinder habe, kann ich trotzdem Menschen inspirieren und genau. Ende. Ja. Wechsel 2.
Ja, aber das ist wieder genau das, weswegen ich sage, wir können uns nicht annähern, weil du leugnest ja im Moment wieder, dass der Mathematiklehrer, ein kluger Mensch aus einer hohen Klugheitsliga, dass der ganz viele Schüler hat, die eine 6 und eine 5 und eine 4 kriegen, weil sie nichts verstehen von dem, was er zu vermitteln zeigt. Und die Mathematik war immer im Abitur und so weiter überall die größte Trennschärfe. Ich war mit großem Abstand Jahrgangsbester. Ich hatte 20 Punkte, der nächste in der Arbeit 15 Punkte. Ja, also, nee, nee, das war falsch. Ich hatte 20 Punkte und der nächste hatte ungefähr 5 Punkte in den Mathematikarbeiten. Und das eben, ihr leugnet einfach weg, die Tatsache ist, dass die Ideenübertragung nur in ganz engen Grenzen ähnlich intelligenter Menschen funktionieren kann und niemals für alle sozusagen wechseln. Ja, Wechsel null. Ich meine, Öffi hat ja eben auch schon gesagt, dass diese Schenker-Ideale jetzt wirklich nicht zu kompliziert sind, als dass sie nicht auch alle verstehen können, aber die Leute das halt verdrängen. Und ja, also ich sehe da auf jeden Fall da die Wechselwunsch. Potenziale, und da sollten wir uns dann noch alle für bestmöglich ja, einsetzen. Wechseln. Wechsel 2. Ja, also ich habe ja jetzt zugestimmt, dass ich mir vorstellen kann, dass man die Schenker leben lässt, wenn sie immer bereit sind, umzuziehen dorthin, wo man sie haben möchte, wenn Begehrlichkeiten entstehen, ja, an ihrem Land. Das könnte funktionieren, aber das Problem, aber das ist auch kein Problem. Aber aus meiner Sicht wäre es dann eine absolute Tatsache, dass sich die Schenker rückentwickeln Richtung Affe. Ja, denn ihr Gehirn wird Stück und Stück schrumpfen, weil ich nicht sehe, wie dass irgendein fähiger Mensch bei den Schenkern bleiben wird. Weil der wird immer das Gemeinwohlland vorziehen, wo er auch schenken darf, aber dafür auch fürstlich belohnt wird mit Liebe, mit Zärtlichkeit oder sogar mit Geld, wenn er Wirtschaft betreibt und so weiter. Also für seine guten Taten und seine Akte der Nächstenliebe wird er bei uns fürstlich belohnt und seine Leistung wird gewürdigt und bei den Schenkern nicht. Wechsel? Ach so, Wechsel. Janik, du Ja, hast noch als cool. ein, du hast noch Zeit. Okay. Ja, also, ja, ich sehe da nicht das Problem. Und zwar der Schenker oder die Leute in der Schenker-Gemeinschaft, die erkennen ja, dass sozusagen gerade das höhere Glück eben darin besteht, dass einfach um der Vernunft willen zu tun und nicht irgendwie, um da irgendwie Leckerlis in irgendeinem anderen Land für abzusamen. Ja, also dass sozusagen diese höhere Vernunftlogik und damit auch Piep, 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 konstante, piep, piep. eventuell gar keine Leckerlis extra nötig hat. Wechsel. Ja, also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass eine charmante Schenker-Landgeschichte existiert, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, und dass es auch charmant sein kann, wenn die sich intelligenzmäßig Richtung Affen zurückentwickeln, und daran ist ja auch nichts Schlimmes. Dann haben wir halt quasi wieder einen weiteren Menschenaffen, der sich nur aber irgendwann intelligenzmäßig drastisch im Durchschnitt unterscheiden wird von den weiterentwickelten, größeren, wachsenden Gehirnen der Schenkerländer sozusagen. Aber Gemeinwohlländer meinst du?
Der Gemeinwohlländer, richtig, ja. Also in den Gemeinwohlländern quasi wachsen die Gehirne, weil ja bei uns wieder die Evolutionsrichtung wieder natürlicher wird und deswegen dann natürlich die Fähigen natürlich viele Kinder bekommen, deswegen dann die Gehirne immer größer werden und so weiter. Genauso wie wir es ja wohlwollend beobachten, dass es Bonobos gibt, Schimpansen gibt, Gorillas gibt, Orang-Utans gibt und so weiter, Gibbons gibt, würden wir dann auch beobachten, dass es dann eine Menschengruppe gibt, die sich quasi dem Affen wieder allmählich von den Gehirnkapazitäten her annähert, ne? Weil eben die fähigeren Leute ihre Gene entziehen der Population der Schenkerländerbewohner. Ja, aber das diskutieren wir nächste Woche weiter. Ja, wunderbar. Und wenn es auch nur Gehirnjogging ist, ich erlebe das für mich nur als Gehirnjogging, aber ich mache gerne Gehirnjogging. Ja. Okay, Jungs und Mädels, dann lasst uns das verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.